Guten Abend, ich bin wirklich schwer beeindruckt, wie viele Leute da sind und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen unseren Pfarrverband Karoliebe vorstellen darf. Was hat es mit diesem Namen auf sich? Wir sind relativ früh im Rahmen des Entwicklungsprozesses, ich sage das einmal so, auf den Zug aufgesprungen und haben begonnen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, es ist eine Besonderheit im Dekanat 23, dass wir uns dort unsere Entwicklungsräume selbst gemacht haben und, ich sage das so auf gut wienerisch, selbst ausgeschnapst haben. Und ich glaube, deswegen funktioniert es vor allem bei uns im Pfarrverband auch so gut. Und da war dann relativ schnell klar, dass wir in einer Version zusammengehen, die besteht aus der Pfarre Kalksburg, also K, Rodaun Roh, Li Liesing und B wie Bergkirche. Und deswegen schreibt sich das auch so komisch mit so großen Anfangsbuchstaben. Ja? Also immer K und dann Roh, auch wieder im Wort mit einem großen Anfangsbuchstaben. Und es hat uns viel Überredungskraft gekostet, diesen Namen bei der Erzdiözese durchzusetzen. Es war ihnen ein bisschen zu wenig heilig, aber irgendwie letztendlich, wir heißen jetzt so. Die Liebe hat sie wahrscheinlich überzeugt letztendlich. Ja, wir haben, wie ich das schon gesagt habe, relativ früh in unserem späteren Pfarrverband begonnen zusammenzuarbeiten. Offiziell Pfarrverband sind wir seit dem 1.4.2018, aber kein Aprilscherz, wie mal irgendwer gesagt hat. Und ich würde meinen, dass wir 4 oder 5 Jahre vor unserer offiziellen Pfarrverbandswertung schon begonnen haben, zusammenzuarbeiten. Es hat relativ schnell einen sogenannten Karoliebe-Kreis gegeben. Ich würde sagen, das war der Vorläufer unseres heutigen Pfarrverbandsrates. Dieser Karoliebe-Kreis hat bestanden aus allen Hauptamtlichen und aus den stellvertretenden Vorsitzenden. Und die wesentlichen Punkte, die wir heute im Pfarrverband schon verwirklicht haben, sind aus der Zeit entstanden, wo wir gar nicht noch Pfarrverband waren. Und da möchte ich ein paar Dinge hervorheben. Wir haben uns entschlossen, die Priester, die wir zur Verfügung haben, rotieren zu lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Pfarrer, ja, sie rotieren im wahrsten Sinn des Wortes. Also es ist kein, der Priester X ist jetzt nicht der Gemeinde A zugeordnet, fix. Das geht reihum und da gibt es auch immer ein Jahr voraus einen Plan, das ist auch überschaubar. Wir haben, so wie Sie das schon gesagt haben, anders als bei Ihnen, wir haben das Sekretariat konzentriert in Leasing und Außenstellen gemacht. Wir haben auch eine einheitliche Telefonanlage, also vielleicht können wir Ihnen da aushelfen. Ja. Ja. Dann haben wir relativ früh begonnen, die Sonntagsmesszeiten aufeinander abzustimmen. Wir sind jetzt 3 Priester bzw. 4 Priester, aber wir kommen durch diese Abstimmung der Sonntagsmesszeiten theoretisch auch nur mit 2 Priestern aus, was sich manchmal vor allem in der Urlaubszeit als sehr, sehr günstig erweist. Dann haben wir begonnen, die sogenannten Randgottesdienste, das ist Ostermontag, Pfingstmontag, Stefanitag, zusammenzulegen. Das findet abwechselnd in, nur da haben wir also Messen nur in einer der Gemeinden und in allen anderen Gemeinden finden da keine Messen statt. Also ich sage jetzt einmal, der Stefanitag ist traditionell Kalksburg oder Ostermontag Liesing zum Beispiel. Dann haben wir einen gemeinsamen Bußgottesdienst ins Leben gerufen. Wir haben auch einen gemeinsamen Fronleichnamsumzug, allerdings nicht den gesamten Pfarrverband betreffend, sondern aus bestimmten organisatorischen Gründen haben wir heuer einmal mit Leasing und Rodaun begonnen, hat sehr gut funktioniert. Wir wollten auch die Patrozinen irgendwie zusammen feiern, nur das ist irgendwie bei uns ein bisschen ein Problem, weil die meisten Patrozinen sehr eng zusammenliegen und das haben wir dann uns entschlossen, dass wir das doch nicht machen. Wir haben auch die Erstkommunion und die Firmenvorbereitung zusammen, so wie Sie das erzählt haben. Wie das bei der Erstkommunion dann selbst läuft, weiß ich nicht, aber die Firmung, die findet abwechselnd entweder in Rodaun oder in Leasing statt. Es ist auch ein bisschen so, wie Sie das erzählt haben, die meisten Veranstaltungen, die wir heute gemeinsam haben, sind aus der Veranstaltung einer der Gemeinden entstanden. Es
beginnt jetzt erst schon langsam, dass wirklich etwas ganz Neues entsteht. Ja, wir haben da aus Liesing den gemeinsamen Adventnachmittag übernommen. Wir haben aus Kalksburg die Exerzitien übernommen. Das sind jetzt Pfarrverbandsveranstaltungen. Pfarrreise kam aus Liesing, ist jetzt auch eine Pfarrverbandsangelegenheit. Wir haben mittlerweile einen eigenen Karo-Liebe-Chor. Wir haben auch einen gemeinsamen Google-Kalender und wer sich dafür interessiert, kann sich das dann gerne anschauen. Ich habe mein Smartphone dabei und ist auch sehr praktisch, weil man jederzeit informiert ist, was sich im gesamten Pfarrverband terminlich tut und vor allem wo und in welchen Räumlichkeiten was stattfindet. Das ist sozusagen für die Koordination unerlässlich, meine ich. Was haben wir noch? Ja, wir haben schon seit 3 oder 4 Jahren mittlerweile eine gemeinsame Klausur, wo also alle Pfarrgemeinderäte zusammenkommen. Das sind dann so knapp über 30 Personen mit den Hauptamtlichen. Und ja, etwas möchte ich auch hervorheben. Wir haben eine sogenannte Vita Communis bei uns jetzt. Wir haben das Pfarrzentrum der Pfarre Rodin ausgebaut, wo jetzt alle unsere Priester gemeinsam wohnen und sich koordinieren können und zwar nicht zusammen wohnen, weil jeder hat eine kleine Wohneinheit, aber einfach zusammenkommen können und sich abstimmen können und absprechen können. Und das Bemerkenswerte daran ist, da haben finanziell wirklich alle Gemeinden beigetragen. Den Löwenanteil hat Liesing getragen und das ist bei uns auch so ein bisschen in Anlehnung an das, was Sie gesagt haben, unsere reichste Pfarre. Es hat ein bisschen in Liesing am Anfang ein Murren gegeben, warum müssen wir da jetzt so viel Geld nach Rodin stecken. Aber es steht jetzt so ein schönes Haus dort und alle freuen sich einfach, würde ich meinen. Ja, dann wurden wir, wie gesagt, Pfarrverband am 01.04.2018. Was ist dann nachher passiert? Wir haben jetzt seit kurzem eine gemeinsame Zeitung, die nennt sich Aufgeblättert. Ich habe leider kein Exemplar mit, aber Sie können sich das auf unserer Homepage anschauen. Die ist noch ein bisschen verbesserungsbedürftig, das ist sozusagen im Werden. Dann möchte ich schon abschließend zu den Vor- und zu den Nachteilen kommen. Wie schaut es mit der Zeit aus? Okay. Ich fange mit dem Nachteil an. Ich sehe eigentlich nur einen einzigen Nachteil. Das ist eine doch recht aufwendige Organisation im Pfarrverband. Sie müssen bedenken, es bleibt in dem Pfarren von der Organisation her alles so, wie es ist. Also mit Leitungsteam, Pfarrgemeinderat, Vermögensverwaltungsräten. Und es kommt noch eine Ebene dazu. Das ist der Pfarrverbandsrat und der hat auch einen Finanzausschuss oder sollte zumindest einen haben. Wir sind ja unter Anführungszeichen nur ein Pfarrverband, also wo die einzelnen Pfarrgemeinden nach wie vor Rechtspersönlichkeit haben und rechtlich selbstständig sind. Wir haben uns aber trotzdem entschlossen, eine Organisation, wie es in der Pfarre neu ist, anzustreben. Nach der Pfarrgemeinderatsordnung geht das. Also auch wir als Pfarrverband können einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat und Gemeindeausschüsse vor Ort haben. Wir probieren das gerade, Art Experimentum sozusagen, jetzt für ein Jahr. Dann werden wir das evaluieren und wenn das gut geht, werden wir mit diesem Modell in die nächste Wahl schon hineingehen. Ja, was sind die Vorteile aus meiner Sicht? Nutzung der Synergieeffekte. Jede einzelne Pfarrgemeinde hat ihre Vorteile und die kann man gemeinsam nutzen. Ein Beispiel möchte ich hervorheben, das wäre die Jugend und Jungschaft von Rodin, was es so in den anderen Gemeinden nicht gibt und das ist mittlerweile der, wie soll ich sagen, einfach der Knotenpunkt, was Jugend betrifft. Also die Jugendlichen in Rodin und Liesing, die bis dato nicht so versorgt wurden, haben jetzt auch eine Heimat gefunden in Rodin. Dann finde ich es einfach grundsätzlich spannend, über den Tellerrand zu schauen. Es ist so ein bisschen der Saft des eigenen, der eigenen Pfarrgemeinde, in der man so es sich leicht bequem macht und in der man, sage ich jetzt einmal, so ruhig glaubt, dahin schwimmen zu können. Und es ist wirklich wunderbar, hinauszugehen. Und Papst Franziskus hat ja auch gesagt, wir sollen eine hinausgehende Kirche sein. Er hat das zwar ein bisschen anders gemeint, aber ich denke, man kann das auch im Zusammenhang mit der Pfarrorganisation ein bisschen so sehen. Ich finde es schön, die vielen neuen Kontakte und einfach den Horizont zu erweitern, ist wunderbar. Ja, und ich denke, eines möchte ich abschließend noch sagen. Ich glaube, zumindest bei uns ist es so,
dass keine Gemeinde, die grundsätzlich einen starken Kern hat, Angst vor einem Identitätsverlust haben muss. Also jemand, Gemeinden, die stark sind, die bleiben stark, auch wenn es Pfarrverband ist oder Pfarre neu, sie nicken, da bin ich mir ganz sicher. Und Pfarren, die nicht bestehen bleiben, dann ist das nicht deswegen, weil sie jetzt Pfarrverband in einem Pfarrverband waren oder in einer Pfarre neu, also da bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Ja, und mit diesen Worten möchte ich schließen. Danke, Frau Timmermann. Eine ganz, ganz kurze Frage, wie viele Gläubige sind bei Ihnen vereint? Also wir sind an die 9.000. 9.000, also knapp 9.000. Wobei ich habe irgendwann mal gehört, 21. 10 ist bei uns. Ja, bei Ihnen, gell? Und bei Ihnen? Also bei Ihnen sind es 10.000. Ein bisschen über 10.000. Also nur damit man so die Relationen, ja, weil das durchaus, also 9.000 im Pfarrverband, ja, in der Pfarre 9, 10.000. In Gersthof allein sind es gut 6.000 und es wäre dann 21.000, aber 20.000. Aber man muss ja nicht als ganz Bering zusammengehören. Das ist einmal das, was am